Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Nachrichten aus der Welt des Sports. Der FC Bayern hat für Aufsehen gesorgt, da er Berichten zufolge seinen Trainer Julian Nagelsmann entlassen hat. Dies berichteten zumindest die Bild-Zeitung und auch der Transferexperte Fabrizio Romano. Beide bestätigten diese Meldung. Nagelsmann hatte tatsächlich erst im Sommer 2021 das Traineramt beim FC Bayern übernommen und sollte das Team zurück an die Spitze der Bundesliga führen. Doch nach nur einem halben Jahr endet seine Zeit beim FC Bayern nun vorzeitig. Ein möglicher Nachfolger für Nagelsmann ist auch bereits im Gespräch, denn Thomas Tuchel soll es werden. Laut den Berichten soll Tuchel bereits als neuer Trainer des FC Bayern feststehen. Allerdings steht eine offizielle Bestätigung noch aus. Sollte Tuchel tatsächlich zum neuen Trainer des FC Bayern ernannt werden, wäre sein erstes Spiel als Trainer direkt gegen seinen Ex-Club, und zwar den BVB, im Kampf um die Tabellenführung. Ja, Tuchel war zuletzt ohne Verein, nachdem er beim FC Chelsea ja letztens erst entlassen worden war. Bereits vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain wurde es für Nagelsmann eng. Es gab Gerüchte für eine Opposition in der Kabine und auch Kritik an Vereinsboss Oliver Kahn wurde lauter. Nun hat der FC Bayern ernsthaft über einen Rauswurf von Nagelsmann nachgedacht und das Ganze anscheinend auch durchgezogen. Ja, der FC Bayern steht zurzeit auf Platz 2 der Fußball-Bundesliga, nur einen Punkt hinter dem BVB. Doch das ist natürlich für die Ansprüche dieser Mannschaft nicht genug. Das direkte Duell der beiden Mannschaften steht nach der Länderspielpause an. Somit bleibt also noch ein bisschen Zeit für dieses richtungsweisende Spiel. In der Champions League müssen die Bayern als nächstes im Viertelfinale gegen Manchester City antreten. Also auch das keine leichte Aufgabe. Ja, das waren die neuesten Nachrichten vom FC Bayern. Das Ganze hat mich schon ein bisschen geschockt, kam jetzt wirklich ja, so ein bisschen überraschend. Natürlich hat es sich vor allem vor den Paris-Spielen so ein bisschen angedeutet. Dort konnte sich der FC Bayern aber dann, glaube ich, ganz souverän durchsetzen. Deswegen wundert mich die Meldung jetzt schon. Klar, dieses Leverkusen-Spiel, das war wirklich deutlich unglücklich. Würde ich aber eher ja unter fehlendem Willen der Mannschaft verbuchen. Und man kann natürlich auch mal Spiele verlieren, gerade gegen die gute Leverkusener Mannschaft im Moment. Aber trotzdem hat mich das Ganze dann doch sehr überrascht. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie seht ihr das Kapitel Nagelsmann beim FC Bayern insgesamt? Man muss ja schon sagen, ja, es war immer wieder so ein bisschen durchwachsen. Natürlich auch aufgrund dieser Anfangstransfersumme, 25 Millionen, glaube ich, waren das. Das war natürlich schon ein großer Preis für einen Trainer. Ganz, ganz neue Sphären, die man da quasi eingegangen ist. Ich glaube, das war immer wieder so ein Stempel, den er natürlich auch hatte und die seine Leistung dann so ein bisschen geprägt haben oder manchmal auch geschmälert haben. Aber insgesamt blieb es schon ein bisschen durchwachsen. Es gab immer wieder diese Phasen, wo immer wieder so die Stimmen laut wurden und man schon so gemerkt hat, okay, da ist eine gewisse Unzufriedenheit auch in der Vereinsführung zu spüren. Aber nichtsdestotrotz, schreibt gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Für mich kam es sehr überraschend. Damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge und ciao. Danke fürs Zuschauen.